Lisa Marie Presley, öffentliche Trauerfeiergarten von Graceland geplant. Neue Details zur geplanten Beerdigung der verstorbenen Lisa Marie Presley, 54, wie ein Sprecher ihrer Tochter Riley Koikau, 33, dem People Magazin mitteilte, wird es bei der geplanten Beisetzung einen öffentlichen Gottesdienst im Garten von Graceland geben. Die Tochter von Priscilla, 77, und Elvis Presley, 42, wird am kommenden Sonntag, den 22. Januar 2023, um 9 Uhr auf dem ehemaligen Anwesen ihres Vaters neben ihrem durch Suizid verstorbenen Sohn Benjamin Koikau, 27, beigesetzt. Riley, Harper, Finlay und Priscilla sind dankbar für die Unterstützung, die Glückwünsche und die vielen Liebesbekundungen zu Ehren ihrer geliebten Lisa Marie. Ein öffentlicher Gedenkgottesdienst wurde für Sonntag, den 22. Januar um 9 Uhr auf dem Rasen von Graceland in Memphis arrangiert, heißt es in der offiziellen Verlautbarung der Familie. Lisa Marie starb am Donnerstag, den 12. Januar, nachdem sie wegen eines Herzstillstandes in ein Krankenhaus in Los Angeles eingeliefert worden war. Die Tochter der Rock'n'Roll-Legende Elvis Presley wurde 54 Jahre alt. Neben Benjamin Koikau fanden im sogenannten Meditationsgarten von Graceland bereits Elvis selbst, dessen Mutter Gladys, 1912 bis 1958, sein Vater Vernon, 1916 bis 1979, sowie seine Großmutter Minnie Mae, 1890 bis 1980, ihre letzten Ruhestätten. Anstelle von Blumen bittet die Familie um Spenden an die Elvis Presley Caritable Foundation, eine Stiftung, die Kunst-, Bildungs- und Kinderorganisationen unterstützt. Das Anwesen Graceland liegt im Stadtteil Whitehaven im Süden von Memphis und wurde von Elvis Presley ab 1957 bewohnt. Dort wurde er im Jahre 1977 tot in seinem Badezimmer aufgefunden. Seit 1982 ist Graceland als Museum für die Öffentlichkeit zugänglich und entwickelte sich immer mehr zur Pilgerstätte für Elvis-Fans aus der ganzen Welt. Jährlich besuchen mehr als 650.000 Menschen das Anwesen. Verwendete Quelle: people.com